I'm Celine. I'm from Belgium and I'm industry in Erasmus for 5 months. I study law and for me it's really important to understand better people. I work in 2 secondary schools. For one I'm a film teacher and for one I'm a sport teacher. In Belgium I play basketball and rugby and that's a way for me to continue this here. Ja, es wäre cool, vor allem, weil sie uns halt Rugby beigebracht hat und wir das davor noch nie gemacht haben. Mir hat das auch sehr Spaß gemacht, also und überhaupt das hier kennenzulernen. Auf jeden Fall. Dadurch, dass sie aus einem anderen Land kommt, bekommen die Schüler auch ein bisschen was von der Kultur mit, also vor allem aus der Sportkultur. Die Celine hat auch mit meinen Schülerinnen Rugby gespielt und das machen wir eigentlich hier wenig bis gar nicht und ich finde es super, dass die Schüler dann das ausprobieren konnten und eben was Neues kennengelernt haben. Es war schon cool, also eine neue Sportart kennenzulernen und das auszuprobieren. Ich würde es nochmal spielen wollen. In der Schule haben wir viel über die Beziehung zwischen den Lehrern und den Studenten gelernt. Ich lernte, zu sein patient und zu überleben mit Pupils in einer anderen Sprache als meine Mutter. Normally, I'm the teacher, and the teacher helped me to keep the pupils with me. Also die Schüler waren total begeistert, dass sie jetzt auch eine frankophone Lehrerin oder eben Studentin dabei hatten, weil manche haben Französisch und haben dann gleich auch versucht, ihr Wissen anzuwenden. Also da hat auch schon so ein Austausch stattgefunden. Und mir hat die Celine natürlich auch ein bisschen Arbeit abgenommen, kann man sagen, weil sie hier viele Übungen und auch Spiele mit ihnen angeleitet hat. My main motivation was to learn German in another way. Yes, for me it was really a great experience and I'm really great to participate in Social Erasmus+.